Ihr braucht nicht viel heute, außer euren eigenen Körper. Ich glaube, ich hatte gepostet mit Kurzhanteln, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir machen heute tatsächlich ein reines Bodyweight-Training. Also ihr braucht heute nur euren eigenen Körper. Wie immer ein bisschen Motivation. Die gute Laune kommt ja, während wir Sport machen zusammen. Ich gebe euch heute immer eine Einsteiger-Variante sowie eine fortgeschrittene Variante, sodass ihr immer die Möglichkeit habt, euer Tempo sowie eure Intensität selbst zu bestimmen, ja? Aber versucht gerne mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, auch wenn man zwischendurch das Gefühl hat, oh, es ist ganz schön anstrengend. Versucht mal so ein bisschen rauszukommen aus eurer Komfortzone und einfach mal die Muskeln so ein bisschen zum Brennen zu bringen. Ihr braucht ein gutes Getränk, so wie ich. Nehmt gerne noch einen Schluck, das ist nämlich wichtig. Grundsätzlich immer, bevor ihr ins Training geht, vorher einmal ordentlich die Speicher auffüllen, damit ihr ordentlich Energie habt und gut durchhalten könnt. So, dann würde ich sagen, ich mache die Musik lauter. Starten wir wie immer mit einem kleinen Warm-up. Alles einmal durchmobilisieren. Dann haben wir heute immer eine Belastungszeit von roundabout 45 Sekunden, 15 Sekunden Pause und das Ganze machen wir dreimal. Alle guten Dinge sind drei. Ihr seid startklar, oder? Let's go! So, dann legen wir los. Erstmal ganz locker beide Beine öffnen, eure Fußspitzen schauen nach außen und jetzt beginnt ihr einfach mal die Schultern zu kreisen. Macht es gerne in eurem eigenen Tempo. Gut, viermal, dreimal. Zieht mal die Ellenbogen schön zurück. Macht die Bewegung ein bisschen größer. Ja. Lasst die Knie locker. Noch viermal. Dreimal. Oh, man sieht ja mal Schatten da hinten im Hintergrund, sehe ich gerade. Jetzt mal großer Armkreis. Locker. Eure letzten viermal. Vier mehr. Drei mehr. Zwei mehr. Achtung, der Schultergürtel geht nach vorn und zurück. Runder Rücken, gerade Rücken, runder Rücken. Richtig schön die Schulter nach vorn. Geht etwas tiefer, kommt tief, rollt euch auf. Tief. Das machen wir noch zweimal. Letztes Mal. Zieht mal die Arme schön lang nach oben. Verlagert den Oberkörper zur Seite. Zieht euch lang bis in die Fingerspitzen. Gut. Jetzt gehen deine Arme tief. Beugt und streckt mal die Knie. Weiter. Sehr gut. Achtung, bleibt mal mit mir in der Mitte und von hier aus streckt und beugt ihr die Beine hoch und tief, hoch und tief. Schiebt mal den Po richtig schön weit runter. Noch viermal. Noch zweimal. Bleibt oben und jetzt zieht ihr die Arme im Wechsel. Genau. Schaut mal den Daumen schön nach. Weiter. Das machen wir noch viermal mehr. Vier, drei, zwei. Und wir rollen uns nach oben auf. Sehr gut. Jetzt Rotation im Oberkörper. Zieht mal die Ellenbogen nach hinten. Viermal, drei mehr, zweimal noch und wir starten einmal mit einem Squat. Schaut mal, weiter Squat, bringt die Arme tief und wieder hoch. Das machen wir achtmal. Wie gesagt, ihr habt immer die Möglichkeit, in eurem Tempo zu arbeiten. Vier noch, drei mehr, zweimal, bleibt einmal mit mir tief. Drückt mal die Ellenbogen leicht nach außen, beziehungsweise gegen eure Oberschenkelinnenseite.
außen. Noch 4, 3, 2. Wir rollen uns gemeinsam nach oben auf. Okay. Jetzt kreist ihr mal eure Knie im Wechsel. Genau, macht mal schön fließende Bewegungen. Kreisen. Zack, nochmal. Das machen wir noch 4-mal mehr. Jetzt noch 4, 3 mehr. 2-mal. Der letzte. Fertig. Gut, wir starten mit unserer ersten Übung. Passt auf. Und zwar starten wir mit einem Twist. Den Puls wollen wir jetzt anfänglich ein bisschen höher bringen. Deswegen starten wir gemeinsam ein bisschen schneller. Achtung! Wir beginnen ganz locker auf der Stelle. Von links nach rechts. Zieht mal die Arme schön mit. In 3, Achtung,
Schön die Sprunggelenke lockern. Ja, ja. Sehr gut. Und versucht mal, die Arme schön aktiv mitzunehmen. Jetzt Jumping Jack. Optional. Tap, tap. Macht es so, wie es passt. Komm, zieh. Hoch, ab, hoch, ab. Sehr gut. Die letzten 15 Sekunden. Letzter Durchgang. Perfekt. Bleib in der Mitte. Komm wieder tief. Komm zurück. Wartet kurz. Wenn ihr das Knie zur Seite zieht, atmet schön aus und lasst den Rücken stabil. Auf geht's. Eins. Genau. Und schaut mal eures Knie nach. Thank you.
geschafft. Wenn ihr einen Schluck trinken wollt, macht es jetzt. Bleibt ein bisschen in Bewegung. Weiter geht's mit Block 2. Pass auf, jetzt federn wir. Und zwar 1, 2, 3, Kick. Das war eine gute Übung, oder? Ihr könnt natürlich auch den Kick weglassen und anstelle des Kicks einfach nur einen Tap nach vorne machen. 30 Sekunden rechts, 30 Sekunden links. Gut. Schultern zurück. Aufrechte Haltung. Ein Bein zur Zeit. 3, 2, 1, Kick. 1, 2, 3, Kick. Genau. 3, Kick. Schön das hintere Knie nach unten, Leute. Kommt. 1, 2, 3, Kick. Das sieht gut aus. Komm, mach weiter. Noch 15 Sekunden. Und Kick. Bleibt schön neutral, gerade in der Hüfte. Noch zweimal davon. Wir machen einen direkten Wechsel zur anderen Seite. Let's go. Hüpp. Und Kick. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, optional. Geht natürlich auch immer ein Tap nach vorn. Tief, tief, tief. Entweder Tap oder ein Kick. Komm, nochmal. Sehr gut. Das müssen wir noch zweimal machen. 1, 2 und der letzte. Sehr gut. Zweite Übung. Wieder in die Plank. Shoulder Tap. Schaut mir zu. Schulter, Schulter. Jumping Plank. Optional. Geht auch. 1, 2, Tap, Tap. Wenn ihr nicht springen wollt, dann tappt ihr die Füße einfach nur zur Seite. Macht euch startklar. In 4, in 3. Wichtig ist schon gerade stabil im Rücken zu bleiben. Auf geht's. 1, 2, Jump, Jump, Tap, Tap. Jump, jump, jump. Zieht und zieht.
Dinge. Wisst ihr Bescheid, oder? Eine Runde haben wir noch. Runde 3. Und damit die letzte. Jetzt hier geht's los. 3, 2, so Leute, macht euch stark klar. Jetzt. Achtet nochmal auf euer vorderes Knie. Bleibt ein bisschen hinter der Fußspitze. Ja? Kick. Kommt. Noch 15 Sekunden und Kick. Tief, tief, tief. 2 mehr. Komm, nochmal. Wechsel die Seite. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, 3, Kick. Euer Tempo, Leute. Kommt. Arbeitet mit Spannung, Energie. Noch 15 Sekunden. Komm. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, der letzte, 2, stopp. Gut, einmal noch, Schulter, 4 noch, 3, Zeit beginnt. Auf der Chef. Ja? Schultern. Komm. Zieh und zieh und pep, pep, pep. Zieh und zieh. Pep, pep. Und letzten 4. Machen wir noch 3. Nur noch 2. Letzter. Und. Gut, das war der zweite Block. Weiter geht's mit Block 3. Aber ihr könnt jetzt einen Schluck trinken, wenn ihr wollt. Genau, ihr kommt einfach auf die Matte. Passt auf. Wir beginnen. Eine richtig schöne Übung. Das ist eigentlich so mit einer meiner, beziehungsweise die Lieblingsübung vieler Mädels hier aus dem Studio. Und zwar, so, aufgeräumt, bringt die Hand unter eure Schulter, andere Hand in die Hüfte. Und jetzt zieht ihr mal das Bein hoch und tief. Das ist so eine ganz klassische Bauch-, Bein- und Po-Übung. Aber Leute, ich sag euch, ihr habt es in sich. Ich gebe euch noch 8 in diesem Tempo. Komm, 8, 7, 6 mehr. Und die letzten 4 mal. 4. Ratet mal, was kommt. Double time, let's go. Woo. Und zieht, hep, zieht, hep, kommt. Auch wenn das Bein schwer wird, wir ziehen durch. Noch 3. 2 mehr, letzter und stopp. Wechselt. Diese Übung kann man natürlich auch gut noch ein bisschen optimieren, verstärken, indem man sich einfach hier ein Gewicht auf den Oberschenkel legt. Könnt ihr machen. Komm, los geht's. Kommt hoch, tief, weiter. Kontrolliert nochmal die Ausrichtung eurer Hand. Die Hand sitzt nämlich direkt, hoppala, unter der Schulter. Kommt hoch, tief. Jetzt machen wir noch 4 Stück. Zieht das Bein kraftvoll hoch. Ja? Und jetzt das Ganze im doppelten Tempo oben. Kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Runde noch. Die letzten 8, 7. 6, 5, 4, 3,
unter euch, die dürfen die Push-Ups natürlich auf den Füßen machen, ist ja klar. Also, dann hätte ich gerne den hier. Optional geht ihr auf eure Knie. Ganz wichtig aber, man sieht ganz oft immer das hier. Ja? Also, nicht nur die Nasenspitze, ihr aktiviert die Arme. Langer, gerader Rücken, Hände unter die Schultern. Und jetzt geht ihr tief und hoch. Los geht's, komm, 30 Sekunden. Optional geht, wie gesagt, auf die Füßen. Komm. Zieh durch. Und die letzten. Noch 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2. Der letzte. Oh. Oh. Leute, also ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe gestern ziemlich doll meine Arme trainiert. Deswegen habe ich jetzt eben gerade schlapp gemacht. Ich glaube, die wäre ja eh nicht wahrscheinlich, ne? So, zweite Runde. Bringt die Hand wieder unter eure Schulter. Bauchnabel nach innen ziehen. Seid ihr ready? Yes, let's go. Komm, zieht. Und hoch. Tief. Genau. Und schaut mal, den Kopf hier nicht fallen lassen. Ja? Stabilisiert eure Halswirbelsäule. Jetzt noch 8. 7. 6 mal. Und die letzten 4 Stück. 4 mehr. 3. Alles so schön ist. Doppeltes Tempo. Komm, und jetzt. Zieht, hep, zieht, hep. Schön mit Schmackes, Leute. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und wir halten hoch. Komm, haltet. 4. 3. Nicht fallen lassen. 2. Und stopp. Seitenwechsel. Komm, wir lassen uns nicht lange Zeit. Wir starten jetzt direkt. 1. 2. Macht weiter. 3. Okay, komm. Weiter. Hoch, tief. Kann ich jetzt die Seite eben nehmen? Komm, Leute, ich gebe euch noch 8 Stück mehr. Noch 8. 7. 6 mal. Und die letzten 4. 4 mehr. 3 noch. Das Ganze im doppelten Tempo, Leute. Let's go. 1, 2, 3. 4, Arme mit oben, kleine Schnelle. Eure letzten, 4 mehr, 3 mehr, 2 mal, oben halten, komm. Die letzten, 4, 3, 2, relax. Push-ups. Hände unter die Schulter. Und jetzt versucht ihr einfach mal, mit mir in die richtige Push-up-Position zu kommen. Wenn ihr nur einen halben schafft, ist es auch okay, dann könnt ihr auf die Knie gehen. Aber versucht mal, mit mir durchzuziehen. Ready? Let's go, komm. Tief, go. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Leute. Nein. Noch 8. 7, 6, 5, noch 4, 3, oh, komm, 1, 7 noch durch. Nee. Also ich kann nur sagen, Übung macht den Meister. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon das Thema. Komm, wir gehen erstmal zur Seite. Macht euch stark, klar. Hand wieder unter die Schulter. Ready? Let's go.
Hoch und tief. Hoch, tief. Sehr gut. Also, was wollte ich gerade sagen? Push-ups muss man üben. Ich liebe die ja auch nicht so sehr, muss ich sagen. Und von daher fällt mir gerade ein, ich habe die auch echt lange nicht mehr gemacht. Ich muss die jetzt wieder regelmäßig mit in meine Workouts einbauen. Ich umgehe das im Moment immer ganz geschickt und trainiere ein bisschen mehr mit den Hanteln, aber dabei sind Push-ups so ein gutes Training. Double Time, kommt! Hab euch nicht vergessen. Ich gebe euch jetzt noch 4, 3, 2 und halten. Für 4. Noch 3, 2, stopp. Seitenwechsel. Kommt mit. Seite startklar. 4, 3, 2, auf geht's. Komm. Zieht. Und 1, 2, 3, 4, weiter, komm, zieh, 5, 6, komm, Gleichgewichtsstörung. Komm, wir müssen noch 8 Stück. Zieht jetzt nochmal das Bein hoch bis zur Hüfte. Eure letzten 4 Wiederholungen. Noch 4, noch 3. So, Leute, double time, let's go. Woo. Tap, zieht, zieht, zieht. Und halten. Noch 4. Noch 3. 2. Stopp. Schockt nichts, oder? Es nützt nichts. Wer A sagt, muss auch B sagen. Blöder Spruch, aber stimmt ja. So, Leute. Runde 3 und damit die letzte. Seid ihr bei mir? Geht ihr nochmal auf die Füße mit mir oder nicht? Okay, komm, wir starten. In 4, in 3, in 2, let's go. So, jetzt zieht durch. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nochmal. 1, 2, bitte entschuldigt. Und die letzte. Noch 4, 3, 2, letzter. Oh nee. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wackelpudding in den Arm. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Gut. Seid ihr bereit für Bauch? Okay, machen wir. Kommt auf den Rücken. So, ihr Lieben, letzte Runde Endspurt. Bauch und zwar. Komm eure Hände hinter den Kopf und wir starten. Klassische Sit-Up zur Mitte. Beide Füße parallel. Mit der Kontraktion atmet ihr auf. Komm, zieht. Starten einfach, ihr macht weiter. Nicht aufhören, ich erzähle nur kurz. Ganz wichtig, wenn ihr nach oben kommt, atmet ihr die ganze Luft, die ihr habt, durch den Mund aus. Das ist wichtig, ja? Arbeitet ohne Schwung, arbeitet mit Kraft. Komm, wir haben noch 30 Sekunden nach. Und das Tempo, das ist nicht relevant. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Zieht. Zieht. Noch 15 Sekunden, noch 8 und 7 und 6 und 5, macht noch 4, jetzt noch 3, die letzten 2, wir bleiben jetzt vorn, schiebt die Arme nach vorn, legt euer Kinn auf der Brust ab und jetzt schiebt im Wechsel, komm, zack, wie als würdet ihr jeweils eine Wand nach links und eine Wand nach rechts schieben wollen. Okay, komm, ich gebe euch die letzten. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4,
3, 2, 1, Pause. Okay. Runde 2. Atme noch zweimal tief ein. Und aus. Und ein. Und let's go. Komm, zack. Sieh. Vorletzte Runde, Leute. Komm, spannt nochmal den Bauch. Schön fest. Und nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Leute, noch 15 Sekunden, komm, 8, 7, fester Bauch, 6, die letzten 4, 4, 3, 2, bleib vorn und jetzt nochmal von links nach rechts. Schiebt schön lang. Nehmt die Atmung mit. Komm, mit Kraft. Nur noch 8, 7, 6, 5 mehr. 4, 3, 2. Arme lang. Und nochmal tief Luft. Zieht mal die Bauchdecke schön in die Länge. So, ihr habt nur noch eine Runde und dann habt ihr es geschafft. Dann habt ihr es geschafft. Letzter Atemzug. Einmal noch mit mir tief einatmen. Und wieder ausatmen. Macht euch stark klar. Zeit beginnt ab jetzt. Final Round. Komm, die letzte Runde. Zack. Sieh. Volle Kraft. Noch 30 Sekunden. Komm. 1, 2, 3. Wenn ihr nach oben kommt, dann ist wichtig, immer wieder daran denken, die ganze Luft auszuatmen. Noch 15 Sekunden, komm. 8 mehr. 7, 6. Und wir machen noch 4 mehr. 3, 2, bleibt vorne. Und jetzt noch einmal die letzte Runde. Komm. Schiebt. 4. Nochmal. 1, 2. Dreht den Oberkörper schön mit. Und schiebt die Arme nochmal vor. Eure letzten noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ja, sehr gut. Streckt euch einmal lang aus, die Arme lang und die Beine lang. Ein kurzes Stretching. Macht die Arme lang, macht die Beine lang und zieht mal die Bauchdecke richtig schön in die Länge. Stellt beide Beine auf. Streckt die Arme zur Seite. Legt beide Beine geschlossen einmal über die linke Seite und den Kopf zur anderen Seite. Atmet schön gleichmäßig ein und aus. Thank you.
Unterstützt mal den Po von unten, kommt einmal nach oben. Jetzt dreht mal die Füße ganz langsam an.